Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Winding of Isaac, Wrath of the Lamb. Wir haben noch, wie ihr seht, einige Challenges zu bewältigen. Und ich werde mal Isaac Was Good Today spielen, einfach weil ich da gerade Lust drauf habe und wir gleich fliegen können. Ihr seht, all stats up, wir haben gleich 5 Herzen. Und gleich am Anfang der Bibliothek, wie schön. In dieser Challenge ebenfalls. Oh, The Book of Belial. In dieser Challenge gibt es ebenfalls keine Itemräume, weswegen die Bibliothek wichtig ist. So. Und mit dem Book of Belial haben wir jetzt erstmal direkt nettes Damage ab im Grunde. Und ich lasse mich natürlich erstmal direkt wieder treffen, ey. Ja. So, ein Schlüssel. Wir sind natürlich auch am Anfang, dadurch jetzt, wie ihr seht, alle Stats sind um 1 gestiegen. Da wir mit dem Holy Grail und dem Halo starten. Der Halo macht all Stats ab. Und der Holy Grail lässt uns halt fliegen und gibt uns einen weiteren Herzcontainer, der allerdings nicht aufgefüllt ist. Fühlt euch für. Dann wären wir auch schon wieder voll. Blub. Erstmal das Book of Belial aktivieren. So, da machen wir doch schon mal Famine ganz guten Schaden. Boah, nervt ihr Fliegen. Das war so schlecht. So, dann hätten wir den besiegt und bekommen einen Cube of Meat. Guck mal, wie das aussieht. Ein satanistischer Engel. Richtig gut. Willst du eine Blume? Oh, hast du einen kleinen Haar? Bam. Nehme ich mit. Und einen Schlüssel und eine Bombe. Okay. Item wäre mir natürlich lieber gewesen, sowas wie Steven, ein Damager. Aber das haben wir ja leider noch nicht freigeschaltet. So, ja, ein nerviger Raum. Ja, ach, der Darm. Wenn wir Herz verlieren, glaube ich, besteht eine 10%ige Chance, dass Little Steve spawnt. Oder wenn wir ein halbes Herz haben, ich bin mir nicht sicher. Du darfst sterben. Kiste mit 2 Bomben, okay. Will ich doch gleich mal was gucken. Gott, diese Spinnenleben. Sie nerven einfach nur. Würde ich gerne gucken, ob hier der Itemraum ist. Schade, sonst hätte ich mich in den Raum Bosskampfraum Dingenskirchens sprengen können. Und das ist ein nerviger Raum. Ich mag diese Gegner nicht. So. Wer erledigt und du bist auch tot. Hier Spinnen. Spinnen über Spinnen. Ich glaube, ich spinne. So, und jetzt gleich kommt wahrscheinlich auch noch Widow als Boss. Und noch eine Bibliothek. What the fuck? What the fuck? So, einmal kurz. Und wieder rein. Und dann jetzt aufpassen. Achso, da ist nur eine Person, okay. Haha, Bugger. Das Kochbuch. Verarscht. Okay, ich habe keine Idee, wo der Geheimraum sein könnte. Also gehen wir einfach mal weiter. Und es ist Pin. Der Schwarze. Hallo, Book of Belial.
Och toll, bin ich schlau. Hab ich nicht Skill, Leute. Ja. Uah. Du dürftest auch mal sterben. Dankeschön. We unlocked something from the future in the basement. So, jetzt haben wir Steven freigeschaltet. Das ist ein Gemini-Boss. Oh, soll ich ihn mit... Nee, ganz ehrlich, ich nehme mir den Pakt mit. So, Damage und TS-Upgrade und glaub auch noch ein bisschen Speed. Damit seht ihr, unsere TS sind voll. Finde ich doch schon mal toll. Ja. Kommt hin. Wow. Ihr seid nervig, wisst ihr das? Es gibt kaum nervigere Gegner als euch. Besonders weil ihr verkackt viel Leben habt. So, du bist tot. Dir weiche ich noch kurz aus und dann bist auch du tot. Mach euch alle kaputt. Okay, das ist ein ekelhafter Raum. Halt, ich kann die kaputt machen. Ah, scheiße, ich darf nicht zu nah ran. So. So bin ich jetzt auf dem Stein, aber irgendwie auch nicht. So, ja. Ja, stirb. Ihr dürft alle mal... Boah, seid ihr nervig. Geh doch kaputt. Grö. Jetzt, du dürftest auch mal kaputt gehen. Dankeschön. Nein. Dafür opfer ich jetzt nicht unbedingt gerne meine Herzen. Ihr seid doch voll nicht nervig. Jetzt springen wir doch in die Fresse. Ja. Du bist tot. Jetzt nur noch den da. Der ist nämlich... Nein, nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. So. Hätten wir erledigt, aber ich gehe trotzdem die ganze Ebene erkunden. Okay. Dann halt nicht. Dankeschön. Zu freundlich. Tot. Geil. Oh. Ja. Ist doch voll nicht nervig. Aber ich komme hier nicht raus, glaube ich, ohne Schaden zu bekommen. Ey, was soll das? Du warst 10 Kilometer weit von mir entfernt, du Drecksvieh. Ah. Gott. Mann, ey. Ekelhaft. Kurz. Nach das kann ich mir auch gleich auffüllen, das halbe Herz da.
diese Gegner, ey. Das sind so Gegner, an denen ich gerne mal sterbe. Gestellt. Stier. Fliege übersehen, ganz. Wow. Guck mal, ich kann nicht rumfliegen. Boah, dass die auch noch diese Zombie-Geräusche wie in Minecraft machen. Ist ja voll nervig. So. Ich bombardiere euch mit Tränen, ihr kleinen Penner. Wisst ihr eurem kleinen Bruder kein Geld geben und dann mir doch noch meins abziehen, ey. Boah, seid ihr Arschgeigen. Würde ich das Book of Belial aktivieren, werdet ihr doppelt so schnell tot. Also wehrt euch mal nicht. Nein, nehme ich noch nicht mit. Ach komm. Was soll's? Stirb, stirb, stirb. Sterb, stirb. Ach, bist du heute mal wieder nett zu mir, Spiel. Ja. Das war's von dir. Lass mich raten, Trollbomben? Nee, noch mehr spinnen. So Runs, wo ich mir denke, was soll der Scheiß? Einen Epic Fetus Run, das wäre doch mal was. So, kaputt. Dann trifft er mich auch noch. Dann trifft er mich auch noch, ey. Kotzen. Hast du ein Herz? Nein, du hast Greed. Ja. Du dürftest mal kaputt gehen und mir dein Geld geben. Nein, mobb mich nur, Mann. Ah. Nochmal nachtesten, ob ich die Bombe nicht falsch gelegt habe. Nein, habe ich nicht. Schon wieder eine Bibliothek, was ist los? Aber ich würde nicht mal gegen das Book of Revelation, das Book of Belial nicht mal gegen das Revel Book eintauschen. Da mehr Schaden war. Obwohl, eigentlich mache ich schon gut Schaden, aber wenn da jetzt das Book of Revel drin ist. Nein, es ist nicht. Wenn es drin gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich mitgenommen. Spider-Schwein. Jeder will ein Spider-Schwein sein.
Blub. Schlüssel. Wirf ihn genau in die Stacheln, ey. Das ist ein schöner Raum gegen Spinnen. Blub. The Hallo. Wer kämpft nicht gern gegen einen diagonal fliegenden Wurm? Ja, ne? Ganz gut. Wie geht's euch so? Speed up. Okay. Nehme ich mal hin. Oh, mein Schrei. Okay. Komm. Hä? Haben die eine neue KI? Warum laufen die nicht mehr über die Stachel? Ich wollte schon sagen, was ist mit denen los? Kaputt. So, und jetzt kann ich euch einfach über die Stachel führen. Und ihr bringt euch selber um. Ja. Sehr interessanter Raum. Findet ihr nicht? Auch! Rage. Fick dich. Dreh doch nicht einfach mittendrin rum. Dankeschön, Cube of Meat. Tschüss, Larry. Ich sag tschüss, Larry. Danke für das Herz. Habt ihr vielleicht noch was für mich, liebe Feuerchen? Anscheinend nicht. Ah, keep rolling. Erstmal den hier tot machen. So, und jetzt bist du dran. Ja, yeah. Ein Herz. Geilo. Justice. Yeah. Korrekt. Da muss da. Yeah. The Deaths One übrigens schon. Scheiße. Lalalala. The Hangman bringt noch voll was. Stirbt. Nein. Wow. Woohoo. Wow. Was zur Hölle? Wie mache ich das? Boah, das nenne ich mal Ausweichskill. Ja, das war easy. Jetzt muss ich die hier nur hinlocken und zack. Einfacher Raum, wenn man weiß, wie man ihn macht. So. So erkunde ich eigentlich die ganze Ebene. Egal. Ach, scheiße. Hier kann ich mich gar nicht verstecken. Boah, war das knapp. Balls of Steel. Richtig gut.
Nein, mach ich nicht. Das ist mir nicht wert. Ach, guck mal. Euch habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. In dieser Form. In meinem Let's Play zwar noch nie, aber in privaten Runs sehe ich die manchmal mittlerweile nur noch. Übrigens ziehen die auch ein ganzes Herz ab. Ist das nicht nett? Ich gehe in den Shop. Die Leiter bringt mir nicht. Ich nehme die Pille mit. Toll. Bad Gas. Fuck. Ja. Ganz toll. Noch mehr Geld. Keep rolling, rolling. Rolling. Oh, auf der Karte noch einen Raum zu erkunden. Mal gucken. Ne? Jopp. Ganz toll. Bam. Ja, nett. Springt auf die Stacheln. Ne, hier gehe ich rauf. Ach nein, den Raum mache ich. Den packe ich doch locker. Dafür habe ich genug Skill. Bam. Seht ihr? Ja, ich nehme den Rusted Key mit. Erhöhte Chance auf. Schlüssel Krampus. Toll. Und ich darf noch nicht mal mein Buch einsetzen. Au. Schieb mal keinen Ausraster, Digga. Oh yeah. What the fuck? Chill mal. Chill. Chill, sagt ich. Boah, Junge. Reg mal nicht so auf. Besonders, wie schießt du in alle Richtungen diesen verfluchten Laser? Ja, bleib dabei. Okay. Böser Krampus. Mach aus. So. Je mehr Range wir haben, desto mehr Schaden machen wir. Das heißt, wir machen jetzt schon ganz gut Schaden dadurch. Haben zwar nur noch zwei Herzen. Okay, cool. Ja, schieb ihn aus, Mr. Kleiner. Aua. Ja. Ich mag den Krieg. Also als Gegner, ne? Nicht als Ausführung. Yeah. Bist du tot? Da drin waren wir schon, glaube ich. Ja, das ist cool. So, jetzt haben wir noch jemanden, der für uns mitschießt. Den. Einen kleinen Cube of Meatkopf. Ey, Mami, ich hab dich lieb, verpiss dich. Ich hab dich aber lieb, verpiss dich. Sind die One-Hits? Ja, die Fliegen sind One-Hits. Bomben. 13 Bomben, dann können wir uns auch erlauben, gleich nach dem Geheimraum zu fliegen. Ihr könnt alle mal sterben. Dankeschön. So. Embryos. Das sind 2 Hits, cool. Noch ein Range-Up, der geil. So, du bist tot.
könnte der Geheimraum sein. Und da ist er auch. Cool. Coolio. Die Raw Liver wäre geil gewesen, aber... You can't have everything. Versucht zu trollen, indem er immer mehr von seinen kleinen Kumpanchen holt. Dankeschön. So dürfte es auch tot sein. The Hero Fan. Noch eine Bibliothek. Ich nehme dies. Book of Revelations mit. Dann könnten wir sogar noch Meat Boy bekommen. Wenn ich das richtig sehe. So, bitte lasst den Small Rock drin sein. Natürlich nicht. Egal, egal, egal. Wie viele seid ihr noch? Ich krieg das nicht. Achso, du bist die Letzte, okay. So, wenn ich den Small Rock noch bekomme, dann ist der Run definitiv geil. Alles tot, alles tot. Nix als Belohnung. Dann halt nicht. Ab zum Boss. Hi, Mom. Skype angeschrieben. Der möchte gleich mit dem Rausch Fußball spielen. Ich mach mal noch eben, dann stelle ich mich bei Skype kurz auf beschäftigt. Ja, hätten wir geschafft. So Leute, kurze Aufnahmepause. So, da geht's dann auch schon gleich weiter. Mom hat uns ein HP abgegeben. Das wir natürlich gleich mitnehmen. So, und jetzt befinden wir uns im Utero. Bam. 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 Okay, da oben ist der Geheimraum schon mal nicht. Wow, wow, wow. Ach so, hier ziehen alle Gegner jetzt ein Herz. Mal so angemerkt. Das heißt, wir müssen doppelt so vorsichtig sein. So. Ich glaube, wir schalten uns den Halo frei, wenn wir diese Challenge schaffen. Die blauen Steine können wir hier nicht mehr sehen. Die sind jetzt auch rot. Das ist ein Teufelsdealer, mit dem ich keinen Deal eingehen. Will auch sauber, wir haben den Boss gefunden. Wow. Ey, was mache ich hier? Ich fail ja gerade mal übel. Ihr dürft auch gerne sterben. Schön. Ja, hier kommt eine Bombe hin und hier kommt eine Bombe hin. Schade. Hätte ja sein können. Hallo Tod. Ich hoffe, du bist nicht mein Tod. What the fuck? Seit wann verfolgen die einen? Du könntest jetzt mal sterben, du
So. Das hätten wir, dann dürfen wir die jetzt uns noch. Und ganz ehrlich, die finde ich schlimmer als den Boss. So, und da haben wir unseren kleinen Meat Boy. Dafür haben wir jetzt keinen Schutz mehr. Oh, gutes Power wäre cool. Aber ich habe leider keine drei Seelenherzen. Aber tschüss dann. Wir nähern uns mal ums Herz. Ich gehe unten lang. Unten ist cooler. Könntet ihr mal einen Laser feuern? Dankeschön. Ey, Mann. Ich lass mich zu oft treffen. So wird das bei Mom doch nie was. Wow. Ach. Und ein HP abbekommen wir jetzt noch sauber. Aber richtig gut, Leute. Wow, wow. Wir müssen die töten. Ah. Seelenherz. Wow. Los, Meat Boy. Mach Chubby kaputt. Ey, nein, jetzt hat das bei mir gerade so derbe gelaggt. Dass ich jetzt mein Seelenherz verloren habe. So. Ja. Wir befinden uns auf der ewig währenden Mission, Arm zu besiegen. Hast du gehört, Mutti? Ich werde dich besiegen. Lup, lup, lup. Ja. Ich hoffe mal, hier ist der Geheimraum. Dankeschön. Ja. Die 50 Münzen haben wir da oben, kann auch nicht sein. Ich spring mich hier wieder raus. Da ich keine Lust da habe und ich den Boss finden will. Ah nein, die Laseraugen. Laseraugen, 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 Laseraugen. Haben wir Pharaoh mal Laserauge? Wow! Das sind ja noch drei! Boah, diese drei Schüsse, ich komme darauf nicht klar. Wo? Da. Da, 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 da. Stirb doch endlich. Und gib mir das Herz wieder. Dankeschön. Was ist das für ein Raum? Okay, das hatte ich auch noch nicht. Blub. Blub, sagte ich. Oh Gott! Oh Gott! Was soll der Dreck? Ich will nicht sterben. Ich habe diese Challenge so gut wie geschafft. Schnell nochmal runter das Herz holen. Und gleich in den Arcade-Raum sprengen. Könnte ja auch noch Chance auf Herzen bestehen. Meine Fresse. Darf doch nicht wahr sein. Blub. Blub. Kacke auf den Kopf machen. Okay, da schon mal nicht. Keine Herzen für mich. Ich weiß, ich hätte zocken können, aber das wird den Part nur unnütz in die Länge ziehen. Ob ich das mit vier Herzen schaffe, ich weiß es nicht. Ich bin mir echt nicht sicher. Das darf Meat Boy ruhig machen. Habe ich nichts gegen. Verarsch Meat Boy nicht. Seelenherz und ein halbes Herz. Das war knapp. Das
Dann hätten wir zwei schon mal tot. Und fertig mit dem Raum der Cancer. Oh, der kommt richtig gut. Dann wird meine Tränenanzahl verdoppelt. Sauber. Das Schöne ist, mein Schaden geht dann nicht runter, sondern der bleibt. Das heißt, wir machen doppelt so schnell Schaden. Guckt euch das an. Och, ich liebe den Cancer. Ah, hier ist der Boss. Hier ist der Boss. Sauber. Tot. So, Leute. Ob wir das jetzt mit... Hui, das wird knapp. Boah, Meat Boy, helf mir mal. So. So, das waren die. Noch ist Mamiya relativ einfach. Boah, war das knapp. Isaac. Wow. Der neue Sack von Apple. Ja. Das sind so die nervigsten Gegner, die Mom beschwört. Selbst die sind dann auch angenehm. Ja. Ja, Mom. Ach doch, das schaffen wir. Mom ist in ihrer letzten Form. Wir haben Mom besiegt, Leute. Wir haben sie wirklich besiegt. Und ich gehe nicht in den Satan-Raum, da diese Challenge dann weitergehen würde. Ich hätte zwar meinen ersten Satan-Kill, aber nein. Und wir haben dadurch einen Halo freigeschaltet. Halo. Dun dun. Und jetzt können wir in Itemraum dieses gehängte Seil finden. Das lässt uns... Häng dich auf, Isaac, häng dich auf. Und wieder mal haben wir Mom besiegt. Und wieder mal in einer Challenge. Ich bin stolz auf mich. Gersh. Aber. Pride, Envy, Greed, Wrath, Gluttony, Lust und Sloth. Die sieben The Bloat, ekelhafter Boss. Gertie Junior, Herzchen. Oh. The Carrion Queen, auch nerviger Boss. Loki I, mit Doppel-I. Da. Mom. The Fallen Satan. Scorlex, Blasto, Kiss, was für ein Name. Mom's Heart. Süß. And Isaac. Und damit verabschiede ich mich von euch.